Warum stürzt der Bitcoin ab? Ist es wegen China? Ist es wegen Elon Musk? Ist es eine Kombination aus beiden? Oder hat es noch ganz andere Gründe? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Vor 2 Wochen habe ich hier ein Video gemacht über eine Aktie aus China. Mit einem deutlichen Abschlag auf den Nettovermögenswert. Sehr interessante Aktie meiner Meinung nach. Und dann haben wir für dieses Video einen Titel gesucht. Die Titel für die YouTube-Videos, die sind so wichtig, dass ich die nicht allein mache, sondern die werden hier besprochen im Kollegenkreis jeweils. Manchmal ist es sogar Chefsache, das Ganze. Und ich habe mal gedacht, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster bei dem Thema. Ich habe stolz verkündet, das ist meiner Meinung nach eine Aktie, die ist defensiv, die ist unterbewertet. Gehen wir doch mal in die Vollen und sagen, Kurspotenzial 40 bis 50% in 2 Jahren oder so. Wissen Sie, was die gesagt haben? Gerhard, ganz ehrlich, da schlafen einem ja die Füße in den Socken ein. 40 bis 50%, das sind doch hier nicht die Zuschauer für sowas. Die wollen 4000%. Aha, und wo kriegen Sie die 4000? Na, mit Kryptowährungen zum Beispiel, zumindest glauben Sie das. Ja, gut, okay. Und das mit dem Kursziel, das haben wir dann am Ende auch weggelassen. Warum machen wir überhaupt solche Titel? So wie heute zum Beispiel. Zerstört China den Bitcoin? Es gibt hier oft Kommentare unterm Video, wo es dann heißt, die Videos sind doch wirklich ganz gut, aber warum haben sie immer nur so reißerische Titel? Das ist sehr gut gemeint von Ihnen. Aber wir machen solche Titel natürlich nicht, weil wir so primitiv sind, sondern weil wir sie für so primitiv halten. Die Erfahrung gibt uns recht. Mir gefällt das auch nicht so richtig. Aber es gibt eine Lösung dafür, für die ganze Sache. Abonnieren Sie einfach meinen Kanal, drücken Sie dabei auf die Glocke, dann kriegen Sie die neuen Videos separat alle von vornherein schon mal gezeigt. Das heißt, Sie müssen sie nicht mehr suchen und ich brauche keine so aggressiven Titel mehr. Und ich verspreche Ihnen, noch 100.000 Abonnenten und ich werde seriös. Ist mein voller Ernst. Und natürlich würden Sie mich damit auch unterstützen. Das ist auch ganz klar, wofür ich dann auch sehr dankbar bin, selbstverständlich. So viel aus dem Nähkästchen und damit darf ich Sie jetzt herzlich begrüßen zu meinem Beitrag mögliche Belastungen für die Kursentwicklung bei Kryptowährungen durch neue politische Entwicklungen in China. Als das mit dem Bitcoin aufgekommen ist, da habe ich mir gleich gedacht damals, das ist doch was für die Chinesen. Es ist neu, es ist Technologie, man kann reich damit werden. Und die Chinesen sind ja umtriebig und sie sind im Grunde ihres Herzens auch Anarchos. Das meine ich gar nicht negativ. Und es war ja auch so, die Chinesen waren hellauf begeistert von den Kryptowährungen. 2017 waren es beim Bitcoin teilweise 90% vom weltweiten Handelsvolumen, das da in China abgewickelt worden ist noch. Und das Mining, das Bitcoin-Schürfen, es findet heute noch zu 65% in China statt. Es gibt da Provinzen, wo der Strom sehr billig ist, zumindest die meiste Zeit, und da haben die dann riesige Serverfarmen. Es gibt aber auch Chinesen, die keine Anarchos sind. Die findet man zum Beispiel in der chinesischen Regierung. Die kann sich mit Bitcoin gar nicht anfreunden und das macht sie auch immer mehr deutlich. In meinem letzten Video zu dem Thema, da ging es um den digitalen Yuan, die chinesische Digitalwährung, die neue, die da kommen wird. Und inwiefern die jetzt ein Gegenprojekt ist zu Bitcoin und eventuell auch eine Gefahr. Das Thema hat damals viele verunsichert. Ich muss sagen, ich sehe das Ganze nicht als Gefahr. Ich halte das eher für ein Missverständnis, die ganze Debatte. Die digitalen Währungen, das darf man nicht vergessen, die sind 1:1 digitale Versionen von den ganz normalen Währungen. Die sind kontrolliert und reguliert von den Notenbanken, die sind zentral gesteuert und auch was die Geldmenge betrifft. Und das ist ja bei den Kryptowährungen gerade nicht so. Und das macht ja die meisten Kryptowährungen auch aus. Insofern, die Frage nach der Konkurrenz oder nach der Verdrängung, die stellt sich meiner Meinung nach gar nicht so in dem Umfang.
Was mich eher beunruhigt hat damals, das war, dass das trotzdem oft so dargestellt worden ist. Zum Teil auch von den Experten, von den vermeintlichen. Und viele Anleger haben dadurch natürlich dann auch Angst bekommen. Wo ich mir dann dachte, es ist schon erschreckend, wie viele da investiert sind und wie wenig die eigentlich drüber wissen oder wie nebulös da viel für die Leute noch ist. Ich bin auch kein Experte. Wenn Sie wirklich investieren wollen in Kryptowährungen, dann brauchen Sie natürlich einen Fachmann, zum Beispiel meinen Kollegen Alexander Mittermeier hier mit seinem Krypto-Report. Der macht das wirklich, ja, Vollzeit, vollberuflich. Der beschäftigt sich Vollzeit mit Kryptowährungen und der kriegt da eben auch mit, was da kurzfristig alles so passiert. Und das ist natürlich auch wichtig, weil es ist ein sehr schnelllebiger Markt, das Ganze. Aber wie auch immer, staatliche Digitalwährungen sind was ganz anderes als Kryptowährungen und sie schließen sich gegenseitig nicht aus, die beiden. Die Frage ist eher, werden die Staaten die Kryptowährungen dulden auf Dauer? Und speziell in China, da sieht es da gar nicht gut aus, würde ich sagen. Es ist schon lange eine ganz wechselvolle Geschichte. Also der Handel mit Bitcoin ist verboten. China hat auch Serverfarmen schon öfter geschlossen mal und man hat nie genau gewusst, wie das jetzt alles so weitergehen wird. Es ist aber auch einiges immer trotzdem geduldet worden. Und vor 2 Monaten hat zum Beispiel der Vizechef von der Notenbank gesagt, dann man sehe Bitcoin zumindest als Investmentalternative, nicht als Zahlungsmittel, aber Investmentalternative, das wäre ja schon mal was. Aber jetzt haben wir wieder die Aussage von Liu He, einem von den Vizepremierministern, der hat ganz klar gesagt, das muss alles viel, viel strenger reguliert werden. Das ist eine Gefahr für die Finanzmarktstabilität. Und außerdem, China hat Klimaziele. Bitcoin schürfen braucht viel Energie, hat aber im Gegensatz zu allen anderen Sektoren, die Energie verbrauchen, seiner Meinung nach überhaupt keinen volkswirtschaftlichen Nutzen. Und deshalb könne man das auch nicht mehr in der Weise tolerieren. Und es hat jetzt auch Berichte gegeben dahingehend, dass große Serverfarmen in China den Betrieb stoppen mussten oder den ins Ausland verlegt haben. Teilweise ist es dann auch wieder dementiert worden. Also es ist alles ein großes Hin und Her. Und das ist ja durchaus ein Problem, weil eben doch noch sehr viel in China geschürft wird und weil davon zum Teil auch die Stabilität von diesem ganzen System abhängt. Wenn Sie da die technischen Details drüber wissen wollen, so mit Hashrate und dem Ganzen, dann schreiben Sie es dem Alexander Mittermeier unten rein. Also ich werde auf sowas nicht antworten, weil ich es eigentlich auch nicht kann. Ich kann nur sagen, aus meiner Sicht, das mit China und mit den Kryptowährungen, ich würde sagen, das wird nichts mehr. Nicht wirklich. Es kann sein, dass das irgendwie in Zukunft in irgendeiner Weise noch toleriert wird, in irgendeinem Rahmen. Aber letzten Endes ist das Ganze den Behörden in China einfach viel zu suspekt. Also man kann meiner Meinung nach nicht damit rechnen, dass in Zukunft aus China da noch viel Unterstützung kommt für Bitcoin. Und ich glaube, der Markt geht davon eigentlich auch gar nicht mehr aus. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, vielleicht ist es mittelfristig ja sogar ganz gut, weil dadurch die Abhängigkeit von diesem System von China abnimmt. Aber kurzfristig ist es wahrscheinlich natürlich eher eine Belastung und es ist auch nicht die einzige. Das ist Bitcoin in Dollar auf ein Jahr. Er hat hart korrigiert jetzt. Man darf aber auch nicht vergessen, wo er herkommt. Also vor einem Jahr war er noch bei 8.600 Dollar und liegt damit ja eigentlich im Jahresvergleich noch 250% im Plus. Charttechnisch ist es trivial, das Ganze. Der Aufwärtstrend ist vorbei. Es hat auch wichtige Unterstützungen gegeben, die nicht gehalten haben. Wir sind jetzt eben in einer sehr starken Korrektur. Und die wichtigste Frage wäre jetzt im Grunde, gibt es jetzt noch 10 Millionen Anleger oder 100 Millionen Anleger, die jetzt alle sagen, auf den Rückschlag habe ich nur gewartet und ich kaufe jetzt demnächst, oder gibt es die eben nicht mehr? Und es ging alles wahnsinnig schnell. Hier haben wir nochmal den Einmonatschart, also auch wieder von CoinMarketCap.com. Anfang Mai, da war ja alles noch total in Ordnung. Aber dann bricht er eben mit einem Schlag ein, halbiert sich fast von über 48.000 auf unter 27.000 Dollar. Und da haben jetzt also in den letzten Wochen viele Leute richtig viel Geld verloren und wissen auch wahrscheinlich gar nicht, wie ihnen geschieht, weil das Stimmungsbild war ja komplett anders vor einem Monat.
Hier zum Beispiel auf YouTube die 1-Millionen-Dollar-Prognose ist natürlich ein ganz schwacher Titel. Also 1 Million, das ist ja nix. Das hier schon besser. 5 Millionen. Dollar, Euro, egal. Wer bietet mehr? Nochmal 5 Millionen. Jawohl. Bitcoin wird explodieren. Unglaublicher Reichtum mit Bitcoin. Langsam wird's doch. Und da haben wir endlich mal einen, der sich wirklich was traut. Bitcoin 98 Millionen Dollar bis 2039. Eine solide Langfristprognose. Nicht 97 Millionen, auch nicht 99. Ich finde das sehr gut, wenn die Leute hier jetzt nicht immer nur kurzfristig an schnelle Geld denken, sondern wenn hier auch mal langfristig gedacht wird, so wie von dem hier. Ich gebe es ja zu, ich habe über Bitcoin immer die Nase gerümpft. Ich habe gesehen, was da passiert ist all die Jahre und ich habe selber nie was gemacht. Von daher, auch wenn Sie jetzt mit Bitcoin mal Geld verloren haben, der Trottel bin immer noch eher ich als Sie jetzt. Mich hat es schon fasziniert, das Ganze, und ich glaube auch, dass ich die Grundidee so mehr oder weniger erfasst habe. Ja, Geldschwemme, Vertrauensverlust in Notenbanken, in Geldsysteme und auf der anderen Seite eben der Bitcoin als eine andere Art von Geld, dezentral, Notenbanken unabhängig und auch nicht beliebig vermehrbar. Das verfängt schon. Ich glaube eben nur, dass sich das inzwischen komplett abgekoppelt hat von dieser Grundidee, dass es jetzt eine Eigendynamik angenommen hat, dass es absolut zum Spekulationsobjekt geworden ist. Und das Gefährliche daran ist aber, dass diese Grundidee natürlich auch immer noch im Raum steht und dass die vermeintlich für die Leute jedes Kursziel immer noch rechtfertigt scheinbar. Und sind wir mal ehrlich. Wie viele Investoren sind dabei, weil sie ihre ordoliberalen Klassiker gelesen haben oder weil sie sich Sorgen machen ums Geldsystem? Und wie viele andere sind aber dabei, weil sie einfach glauben, dass man mit Kryptowährungen schnell reich wird? Oder weil sie ein Video gesehen haben mit Bitcoin-Millionären und sich dann gedacht haben, na, wenn der Dödel das schafft, dann schaffe ich das aber auch. Das ist auch okay, natürlich. Nur, wenn man spekuliert, dann muss man schon auch wissen, dass man spekuliert. Bitcoin ist natürlich stark gestiegen im Zuge der Corona-Rallye, wo ja nahezu alles gestiegen ist, hauptsächlich weil die Notenbanken das Geld eben wieder so verbilligt haben. Nur, wenn die Bitcoin-Rallye ein Ausdruck des Unbehagens ist an der Geldpolitik momentan, warum ist dann Gold zum Beispiel genau in derselben Zeit nicht gestiegen? Gold ist doch die Alternative schlechthin zum Notenbankengeld. Und jetzt steigt Gold aber wieder, jetzt wo die Inflation wirklich wieder da ist und die Zinsen trotzdem am Boden sind. Aber der Bitcoin, der bricht ein. Warum tut er das? Zwei Gründe werden angeführt. Einmal eben China, und der zweite, das ist völlig bizarr, Elon Musk, der Tesla-Chef. Mal kauft Tesla Bitcoins und akzeptiert die als Zahlungsmittel und der Kurs steigt dann. Und dann sagt Elon Musk wieder, oh, wir akzeptieren die jetzt doch nicht mehr. Und dann bricht der Kurs wieder ein. Und ja, da muss man sich doch mal die Frage stellen, was ist das bitteschön für ein Markt? Also jetzt überhaupt nichts gegen Elon Musk, aber das ist ein wichtiger Unternehmer, aber er ist ein Autounternehmer oder ein Raumfahrtunternehmer oder was weiß ich. Und wenn ein Marktsegment wie Bitcoin mit einer Kapitalisierung von immer noch über 500 Milliarden Dollar abhängig ist von dem, was Elon Musk twittert, dann muss ich mich doch fragen, erstens, hat das noch irgendwas zu tun mit Geldtheorie und Notenbanken und diesen Dingen, was man uns da immer erzählt? Und zweitens, kann, soll und darf ich das überhaupt noch ernst nehmen? Ich habe Ihnen hier vor 2 Monaten meinen Zukunftsmärkte-Dollar gezeigt. Unterschrift, Seriennummer, individueller Kaffeefleck, ganz klar, Revolution des Geldwesens. Unfälschbar, limitiert und auch noch notenbankenunabhängig. Das Ganze war natürlich ein Witz. Aber Witz, Kryptowährungen, die gibt es ja wirklich. Der Dogecoin zum Beispiel, eine Spaßwährung, war nie als was anderes gedacht. Also völliger Mumpitz das Ganze. Und trotzdem haben die Dogecoins auf dem Markt eine Marktkapitalisierung von über 30 Milliarden Euro.
Und jetzt kommt das Beste. Elon Musk sagt bei Saturday Night Live, der Dogecoin sei Quatsch. Darauf ist er um 28% gefallen. Eine Kryptowährung, von der jeder weiß, dass sie Quatsch ist, bricht ein, weil Elon Musk sagt, dass sie Quatsch ist. Also kommen Sie mal hier nicht mit Monetarismus, Geldkonzepten oder mit Inflation. Davon sind wir bei den Währungen ganz weit weg inzwischen. Wo wir schon eher sind mittlerweile, das ist die Tulpenhorst von 1637. Da haben die Leute ganze Stadtvillen verkauft für eine Tulpenzwiebel. Wird heute gern belächelt, aber wer weiß, was die Nachwelt über uns sagt. Über uns, wenn sie mal hört, wir hatten mal über 8000 Kryptowährungen mit einem Gesamtbörsenwert von mehr als der Hälfte des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Wir haben für das Schürfen von Bitcoin 140 Terawatt Strom pro Jahr verbraucht. Das ist der Stromverbrauch von Argentinien, also von einem ganzen Land. Und wir hatten Spaßwährungen mit einem Marktwert von 30 Milliarden Dollar, von denen jeder gewusst hat, dass sie absolut wertlos waren. Ich sage damit nicht jetzt, es gehen alle Kryptowährungen unter, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, einige sind etabliert, werden sich durchsetzen. Aber ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Sie da mitmischen, informieren Sie sich gut. Zum Beispiel eben bei Alexander Mitarbeiter. Und setzen Sie auch nicht alles, was Sie haben, auf diese eine Karte, sondern streuen Sie breit. Was mich betrifft, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich bleib bei meinen Aktien aus den Emerging Markets. Und es ist zum Beispiel auch schon wieder ein Report bei uns in Arbeit. Diesmal zu chinesischen Autoaktien. Total langweilig natürlich im Vergleich zu Kryptowährungen, ist schon klar. Es ist auch bloß der größte Automarkt der Welt mit 25 Millionen verkauften Fahrzeugen pro Jahr. Ohne den es bei BMW zum Beispiel oder bei Volkswagen zappenduster ausgesehen hätte letztes Jahr. Das nur mal nebenbei gesagt. Und in unserem nächsten Zukunftsmärkte-Report stellen wir eben wieder mal ein paar chinesische Autoaktien vor und was da passiert ist. Und Sie wissen ja, die Reports von uns sind völlig gratis. Man muss sich nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Und der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Also kaufen Sie einfach zu Ihren drei Kryptowährungen, die Sie haben, nochmal zusätzlich drei chinesische Autoaktien. Dann haben Sie schon fast ein diversifiziertes Depot. Genau. Und nicht vergessen hier, was wir am Anfang gesagt haben, Kanal natürlich abonnieren. Sonst gibt es nächste Woche ein Video mit dem Titel Dogecoin, Kursziel 1 Million, wann kauft Warren Buffett? Alles Gute Ihnen und Dankeschön fürs Zuschauen.